Es war im Jahre 1602, als wir die uns vertrauten Gefilde verließen, um in der Ferne unser Glück zu suchen. Wohl wissend um das schier unberechenbare Risiko, welches irgendwas in sich barg. Weiß ich nicht mehr genau, was es war. Aufbruch oder sowas? Keine Ahnung. Ich konnte das mal komplett auswendig. Aber ich spiele das Spiel auch schon seit irgendwie 10 Jahren oder sowas. Irgendwann kannst du es einfach. Dann hat sich's irgendwann in deinem Hirn eingebrannt. In deinem Hirn eingebrannt. Das hat sich in deine Hirn eingebrannt. So. La 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 la. Ich hatte übrigens so ein paar Überlegungen gehabt bezüglich der Editor-Geschichte. Hatte ich ja gesagt, dass ich da eventuell was am Überlegen bin mit Editor und so, ne? Und ich habe da mehrere Ansätze. Zum einen hatte ich überlegt, eine Kampagne zu machen, die dann quasi jemand oder mehrere von euch spielen können und ihr könnt das dann hochladen. Oder ihr könnt das spielen und mir eure Aufnahmen einsenden und, keine Ahnung, kann man ja auslosen oder sowas und eine von denen lade ich dann auf meinem Kanal hoch. Oder, das ist eigentlich so die Idee, die mir persönlich auch am meisten zugesagt hat, ich hatte auch ein bisschen mit Schwesterlein geschnackt drüber, ich erstelle ein Szenario und wir machen ein Community-Let's Play draus. Das heißt, dann halt so ein Multiplayer-Szenario wird, ne? Und dann können sich ein paar Leute melden, die da halt mitmachen wollen und dann spielen wir dieses Szenario zusammen. Aber auf eins könnt ihr euch gefasst machen. Ich werde dieses Szenario alles andere als leicht gestalten. Alles andere als das. Aber komplett alles andere als das. Also stellt euch drauf ein, das wird ein Szenario mit Piraten, Ureinwohnern ohne Ende und natürlich auch Gegenspielern. Aber in dem Fall sind die Gegenspieler dann wir. Und auch die Ziele werde ich ziemlich hoch ansetzen und ja, versuchen ein Szenario zu schaffen, was es wirklich in sich hat. Ja, und dann verliert er selbst, wurde gerade geschrieben. Ja, das ist auch möglich. So, wir haben noch Werkzeug. Wir brauchen aber eigentlich noch Werkzeug. Deswegen hole ich nochmal Werkzeug. Die hier scheinen soweit relativ glücklich zu sein. Wir haben alles noch irgendwie. Nahrung dürften wir erstmal genügend haben, glaube ich, mit den ganzen... Mangelt an Alkohol. Ach, deine Mutter mangelt an Alkohol. Tabakwaren gehen zur Neige. So. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Huch, das es brauchen wir. Fehlt an Stoffen. Ziegel brauchen wir momentan auch nicht. Ich nehme hier aber Werkzeug mit, was wir kriegen können. La 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 la. Obwohl er jetzt hier eigentlich auch noch Stoffe mitnimmt. Aber ich glaube, der nimmt nicht so viel damit, glaube ich, oder? Nicht wirklich, nee. Das irritiert mich. Ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll. Da brauchen wir wahrscheinlich nochmal eine weitere Route. Eine Route, um dir ordentlich den Arsch zu versohlen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. So. Alter, ich wollte erzählen, oh! Penis! Oh! Mein Gott, Alter. Diese Kackstift-Piraten, die gehen mir so auf den Sack, ne? Oh! Das sind wirklich die unnötigsten... Halt die Schnauze! Moin, Katie Bones. Ja, das Spiel läuft ohne Probleme. Ich habe es bei goodoldgames.com gekauft. Also GOG.com. Die haben das Spiel angepasst. So auf Windows-Systeme. Also ja, auf Windows-Systeme angepasst, also beste Erklärung, die es jemals gab. Das wurde entsprechend angepasst, dass es auf modernen Systemen läuft. Also wir haben hier so viel Korn, damit könnte sich jemanden totschlagen. So, Moment. Achso, ich wollte Plantagen durchzählen. 3, 6, hier haben wir 8, 12,
haben wir hier 15, 18, 22 Plantagen. Das heißt, wir brauchen 11 Mühlen. Das sind 6. Huch, na toll. Wir brauchen Holz. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. La, 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 la. Alter, wo bleibt denn hier Alkohol und so? Hä? Ah, hier. Ah, doch so große Mengen. Ist ja Wahnsinn. Hoffentlich reicht's aus, dass wir die Leute ein bisschen stillhalten können. So, ich nehme hier nochmal 2 Ladungen mit. Ich nehme hier nochmal mit. Ich nehme auch nochmal einmal Ziegel mit. La, 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 la. Okay, Geld haben wir eigentlich genügend. Fürs Erste. Denen fehlt Alkohol, denen fehlen Tabakwaren. Aber es ist noch so im Bereich, wo man sagt so, ist noch okay. Es ist noch nicht kritisch. Ich denke, wir können damit leben. Die Sonne auf eure Felder. Der Boden trocknet. Ach, bei den Bäumen ist mir doch scheißegal. So, Holz. Jetzt können wir hier richtig loslegen, hoffe ich. Okay. So, das zum Ersten. Dann brauchen wir noch Bäckereien. Da wir 11 haben, das ist ein bisschen blöd. 22. Ich baue nochmal 2 weitere Farmen. Huch, wollte ich gar nicht. La, 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 la. So, wir müssen ja auch nochmal weitere Marktplätze bauen. Weil platztechnisch ist es schon... Naja, nicht platztechnisch. Aber es ist, wir haben einfach zu wenig Marktkarren hier im Einsatz. Das ist das Problem. So, ich packe hier noch einen. So, jetzt kann es losgehen. Oh, Alter! Du Unnötiger! Haut ihn kaputt! Mach ihn platt, den Jungen! So, Moment. Der muss erstmal gerappt werden hier. Feindliche Schiffe attackieren eure Niederlassung. Ja, dann schieß doch drauf, Mensch. Hier, ich helfe dir noch. Da, viel Spaß. Boah, ey, diese Piraten, die machen einen echt aggressiv, ne? Hallo? Ich wollte hier. Achso, ich wollte erstmal abladen eigentlich. Egal. Komm, ich lade erstmal ab. Hallo? Abladen? Es fehlt an Stoffen. Nein, tut's nicht. Hör auf rumzulügen. Okay, danach müssen wir uns um Tabakwaren und Alkohol kümmern. Und zwar ziemlich dringend. Oh, komm schon, jetzt reparier doch das Ding. So, los geht's. Okay, die sind schon wieder alle voll hier. Zu viel gesoffen. Schnauze. Okay, jetzt brauchen wir 6 Bäckereien. Ich mach mal hier eine hin. Da eine hin. Da eine hin, da eine hin. Jetzt haben wir 4. Und dann machen wir irgendwie, keine Ahnung, hier noch eine hin. Da noch eine hin. Das müsste eigentlich hinhauen. Nahrungsproduktion incoming. Bäm. Alter, 100 Einwohner und wir haben hier eigentlich nur eine riesen Nahrungsproduktion. So sieht es übrigens auf Burger King Inseln aus und auch auf McDonalds Inseln. Die machen genau das. Okay, Lagerkapazität sollten wir auch ordentlich haben. 150, glaube ich, sind 160 oder 170 Tonnen. Halt die Schnauze. So. Nein. Haben wir das erste schon mal, die erste Hürde schon mal geschafft. Bumm. Alter, erst war 73 Tonnen auf einen Schlag. Tabakwaren gehen zur Neige. Der Maifrosch ist gerade im Chat. Mein Digger Freund. Herzlich willkommen. Halt die Schnauze. Was ist da los? Ist doch gut. Was ist denn daran nicht gut? Wir haben... Achso, ja gut, hier sind die Stoffe jetzt nicht so hardcore. Ja, warte, ich nehme das mal raus hier. Mach das wieder so, wie es vorher war. So, und dann... Nimm halt Gewürze mit und sei glücklich. Gewürze braucht tatsächlich sehr wenig. So, da kommt, glaube ich, das von Piraten angegriffen. Was auch sonst. Problem sind die Kleinschiffe hier. Die müssen wir ganz schnell mal ersetzen dann. Greif doch an und fahr nicht einfach vorbei. Stoffe sind mangelbar. Diese Ignoranten immer, ne? Die fahren einfach vorbei und lassen den da krepieren.
So, Stoffe sind Mangelware. Ich merke gerade schon. Hilfe. Hast du nur die Holzroute? Alter, jetzt. Bin schon wieder nervös hier. Gut, bei dem wäre das gar nicht mal schlimm, wenn der kaputt geht. Ja, das letzte LPT ist ja dann irgendwann gescheitert, weil es nur noch abgestürzt ist. Aber das Problem ist ja jetzt dank der Good Old Games Version behoben. Oh, die sind ja freundlich heute drauf. Hier ist nix Baumwolle. Hier ist nix Baumwolle. Hier ist Baumwolle, aber naja, siehst du ja, Platzproblem. Hier ist sowieso nix Baumwolle. Hier weiß ich nicht. Hier sind Ureinwohner. Hier hat der sich breit gemacht. Hier wäre noch eine Möglichkeit vielleicht. Wir haben glaube ich noch ein Schiff rumgauken hier, ne? Dann machen wir das hier und dann fahren wir mal runter. Ich will erstmal nur gucken und noch nicht anfassen. Aber wo sind die Piraa? Okay, hat sich geklärt. Oh. Dann fahren wir bei denen auch nochmal kurz vorbei. Nee, nicht der. So, wir werden wahrscheinlich instant angegriffen werden. Aber dafür gibt es ja eine Weile. Wieder wurscht. Pff, das sind immer die Ersten, die daran glauben müssen. Und wir sind am Ende wieder die, die dann das Leid tragen. Weil die dann denken, wir waren das. Ich komme in Frieden. La 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 la. Es fehlt an Stoffen. Es fehlt an Stoffen. Es fehlt an Stoff. Meine kokainierte Heroinspritze ist leer. So Tabakwaren. Können wir hier wunderbar, glaube ich, anbauen. Hier haben wir Tabak 100%. Hier haben wir Tabak 100% ebenfalls. Ich weiß ja noch nicht, auf welche Insel wir das halt hier platzieren wollen. Ich bin da mir ein wenig uneins. Aber ich bin mir sicher, dass wir noch einen weiteren Marktplatz brauchen werden. Diesen werde ich hier platzieren. So. Damit können wir nun mehr lagern und haben mehr Makaren zur Verfügung, um die ganze Scheiße hier abzuholen. So. Genau, Schiff bauen. Ich baue mal. Warte mal, wie viel brauchen der hier? Der braucht 4 Stoffe, der braucht 3. Ich baue mal den hier. Der braucht nicht so viel Stoffe. Ich glaube, das reicht sogar hier, was wir im Lager haben. Es fehlt an Stoffen. Der Alkohol geht zur Neige. Es gibt auch nichts, was irgendwie mal halbwegs. Na gut, Nahrung haben wir jetzt. Stoffe, Gewürze, brauchen wir gar nicht mehr einkaufen, neues Gewürze. Das können wir eher verkaufen, die Gewürze. Eine Dürre vernichtet eure Ernte. Natürlich! An Stoffen. Warum auch nicht auf einer Insel, bei der es scheißegal ist, weißt? Nee, es muss natürlich eine Insel sein, bei der es fatale Folgen haben könnte, wenn da eine Dürre ist. Oh. Okay, pass auf. 10. Nee, Quatsch, mein, so viel brauchen wir ja gar nicht hier. Der kann. Mein Glommel. Das ist mein Glommel. Wir fahren heute mit meinem Glommel durch die Gegend. Nee. Warte. Zack, die Wummen, die zack. Der Alkohol geht zur Neige. So, jetzt fahren wir hier eben runter und schauen mal hier, ob wir die Insel gebrauchen können. Ich hoffe es. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Stoffe sind Mangelware. Ach, nicht Mangelware. Ja, bei 1404 gibt es natürlich bessere Schiffe, die haben wir hier leider nicht. Oh, Baumwolle und Gold. Das Gold habe ich völlig übersehen. Das sollten wir uns unbedingt holen. Deswegen sind wir mit Mike Glommel hier, denn damit können wir den Auftrag wunderbar meistern. Alkohol geht zur Neige. Es fehlt an Stoffen. Boah, Alter, es fehlt an dir, mein Freund. So, warte mal, wir brauchen nochmal einen anständigen Kontor. Zack, zack, zack. Wir haben nicht so viele Sachen hier, aber ich hoffe mal, das reicht halbwegs. Baumwollplantage. La, 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 la. La, la. Ihr habt einen Schatz aus seinem dunklen Grab befreit. Schön. Den genieße ich.
So. Bam, 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 bam. Ich baue jetzt hier mal so ein bisschen suboptimal. Weil wir können eigentlich nicht genug Stoff kriegen. Brauchen, wie auch immer. Ich krieg nie genug Stoff. So, hier brauchen wir eine Brücke hinpacken. Wir haben jetzt 4. Wie war das nochmal? Baumwollplantage. War das dann nicht 1:1, wenn wir eine Weberei nehmen? Ich habe das schon wieder vergessen, ne? Wenn das jemand gerade aus dem Kopf weiß, fände ich das fantastalös, wenn er mir das eben schreiben könnte. Weil wegen Stream, ne? Für die, die es schon wieder vergessen haben, die jetzt auf YouTube zuschauen, weil wegen Stream. Ganz einfach. Wir müssen eh nochmal Materialien holen. La, 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 la. So. Jetzt haben wir 6 Plantagen. Warum kam da keine Schatzanimation? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil die Filme deaktiviert sind. Und tut mir leid. Das, ja. Das habe ich, glaube ich, mal aus Gründen gemacht. Ich weiß aber nicht mehr welche. La, 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 la. So. Ah, da gingen schon wieder die Materialien raus. Okay. Gut, dann holen wir noch mal ganz kurz ein bisschen Stuff. Seit wann gibt es Anno 2025? Es gibt Anno 2070. Stoffe sind Mangelware. So, mein Glommel ist aber da, mein Freund. Der wird dich retten. Denn wenn mein Glommel am Start ist, dann brauchst du dir überhaupt keine Sorgen mehr machen. Boah, so langsam kriege ich echt ein bisschen Hunger hier, ne? Weil ich habe eigentlich noch gar nichts wirklich Anständiges heute gegessen. Außer mal einen Keks und Schokopudding. Das war's auch schon. Es fehlt an Stoffen. Ja, fix ich gleich. Also fix, nicht fick. Stoffe werden nicht gefickt. Macht man nicht. Das ist unmoralisch. Na, 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 na. So. Hallöchen, ihr lieben Eingeborenen, ihr lieben Eingebildeten. Können wir eigentlich an den Weg anschließen, wenn wir es wollen? Fehlt an Stoffen. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Deine Mutter wütet in deiner Niederlassung, mein Freund. Toll, ich wollte gerade bauen. Ach Mensch, lass es doch brennen. Die haben doch Freude dran. So, Stoffe kommen gleich. Ich weiß nur immer noch nicht. Moin! Heal-Meisterin ist auch da. Ascalta 400 ist auch gerade dazugekommen. Wir brauchen... Lager voll, Jan, hol du ab. Wir brauchen immer noch Webereien. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Verhältnis war. Scheiße, helft mir doch. Weberei. Webrei. Ich baue jetzt hier mal 2. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich schäme mich in Grund und Boden. Können wir hier noch? Nee, können wir nicht. Ich wollte gerade gucken, ob wir da noch einen Weg lang lutschen können, aber keine Chance. Wir können aber... Hallo? Wir können aber hier noch eine Weberei hinlutschen und wir können da noch eine hinlutschen. Und dann ist das halt gelutscht. So. Stoffe werden hoffentlich produziert. Eine Tonne haben wir schon. Wow. Dann nehme ich erstmal das Schiff hier. Und ich schaue gleich nochmal bei den Piraten rein. Auf geht's. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Es fehlt an Stoffen. Ja, ja, das haben wir gleich. Keine Sorge, keine Sorge. Was war eigentlich überhaupt nochmal das Ziel von dem Spiel hier? Also nicht von dem Spiel, sondern von der Kampagne. Ihr habt nach vielen überstandenen Abenteuern, ich mach mal langsamer, habt ihr nun die Herrschaft über eine glückliche und wirtschaftlich starke Kolonie. Euer Erfolg ist in aller Munde und hat bereits erste Konkurrenten angezogen. Doch euch gehört der alleinige Anspruch auf diese gesamte Welt. Verteidigt euren Besitz und vertreibt eure Gegner. Okay, sobald wir hier ein bisschen Stabilität reingebracht haben, ist das eigentlich gar kein Problem mehr. Tabakwaren haben wir tatsächlich jetzt keinen Mangel mehr, warum auch immer. Nahrung sowieso nicht. Wir brauchen eigentlich nur noch Alkohol. Stoffe sollte auch stabilisiert sein dann. Ja, das geht gut. Da kommt ordentlich was zusammen. 2 Baumwollfarmen, 1 Weberei. Okay. Dann, sicher, sind Webereien?
okay, na, dann werden wir hier wahrscheinlich bald wieder einige einreißen können. Ist ja nicht weiter schlimm. Okay, ich wollte noch Materialien zu einer Insel mit Gold bringen. Damit wir nämlich Gold verkaufen können. Ich baue nochmal ein kleines Schiff. Jodonator, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Und herzlich willkommen im Stream natürlich. Jodonator, hi, Sephiras, ja. Beste Konversation ever, auch wenn die wahrscheinlich überhaupt nicht zusammengehörig war.